Noch 30 Mal einschlafen. Und noch 29 Mal aufwachen. Noch ungefähr 120 Mahlzeiten. 120? Noch 8 Mal schwimmen. Noch 8 Mal aufsetzen und zuklicken. Noch 8 Mal aufklicken und absetzen. Und absetzen. Noch ungefähr 8 Mal laufen. Ja. Willkommen, liebe Triabis, bei Triabi, Triathlon Baby. Als heutigen Special Guest habe ich mir hier eine Fliege in meine Hallen eingeladen. Ich möchte noch mal ein bisschen erzählen über den zweiten großen Trainingsteil, den ich absolviert habe. Und auch noch ein paar andere Sachen, die ich loswerden möchte. Viel mehr wird heute nicht passieren. Aber anfangen möchte ich mit dem hier. Also ich möchte mal kurz auf mein letztes Video eingehen. Ich glaube, ich habe da nicht den Punkt so richtig ausgesprochen. Deswegen wollte ich euch sagen, wenn ihr Geld ausgibt für ein Fahrrad, dann denkt unbedingt auch dran, für die wichtigen Sachen noch Geld übrig zu haben. Wie zum Beispiel ein Sattel. Ich habe es quasi einfach bereut, mir dieses teure, schöne Fahrrad zu kaufen und dann kein Geld mehr zu haben, um es erstens richtig einstellen zu lassen und zweitens schlecht darauf zu sitzen wegen dem Sattel. Was nützt euch also ein super geiles Fahrrad, super schnell, super schick, super leicht und super teuer, wenn ihr da nicht mehr fahren könnt, weil ihr kein Geld mehr habt, um es an eure Bedürfnisse anzupassen? Das wollte ich auf jeden Fall nochmal konkretisieren. So, jetzt kommen wir zu was ganz Wichtigen hier. Dem Lifecycle-Magazin. Bei dem anderen Video, wo ich auf der Berliner Fahrradmesse zugegen war, habe ich ja den Martin kennengelernt und auch sein Magazin Lifecycle. Und ich habe ihn hinterher auf der Messe nochmal getroffen und ich habe einfach gesagt, und dann ist es einfach passiert. Hier, ab Seite 66, zack, konnte ich meinen ersten Artikel veröffentlichen. Wie sich herausstellte, kann ich nämlich doch schreiben. Nicht nur malen, nach Zahlen. Deswegen möchte ich euch alle äußerst dringendst ans Herz legen, die Lifecycle-Ausgabe Nummer 3, aber auch die anderen beiden natürlich zu kaufen oder noch besser zu abonnieren. Denn so wie es aussieht, gibt es da bald noch mehr von. Mir und dem Lifecycle-Magazin. So, jetzt auch mal zu der Titelüberschrift hier, Training für Rot, wie läuft's? Und ich kann sagen, ich trainiere null nach Trainingsplan. Ich hoffe, der Arne hört das nicht von Triathlon-Szene. Ich habe mir ja eigentlich vorgenommen, immer da sein Programm zu befolgen, weil das ist auch ziemlich gut abgestimmt, so wie ich das rausgelesen habe, aber es ging einfach nicht klar, dass ich da irgendwie mich dran halte. Ich habe halt einfach immer so und das trainiert, was gerade ging. Also jetzt mal aufs Wetter bezogen, aufs Privatleben bezogen, auf die äußeren Umstände bezogen. Ich habe mir sicherlich ein paar Trainingseinheiten da aus dem Trainingsplan immer rausgepickt, um zu gucken, was ist denn so, was muss man denn überhaupt so machen, welche Länge und welche Distanz. So, ich wusste ja jetzt nicht zum Beispiel, wie lange muss ich denn wirklich Rad fahren. Müssen es da 7 Stunden sein, reichen da 4 Stunden? Aber jetzt so konkret Tagesabfolge und Koppeltraining, da ist ja wirklich ständig Koppeltraining am Start, das habe ich einfach nicht gepackt. Also das ging jetzt irgendwie nicht umzusetzen für mich.
Aber ich fühle mich eigentlich trotzdem relativ gut vorbereitet. Es sind ja jetzt wirklich nur noch knapp 4 Wochen. Beim Schwimmen ist es einfach so, ich habe nie einen einzigen Trainingsplan-Hinweis da gelesen oder umgesetzt. Ich habe einfach versucht, immer länger zu schwimmen, am Stück, ohne Pause zu machen. Beim Fahrradfahren habe ich einfach auch versucht, jetzt nur noch die längeren Distanzen zu machen, also 100 Kilometer plus. Am Wochenende in der Woche einfach jetzt immer so 60 Kilometer. Und das hat einfach immer noch super Spaß gemacht. Ich hatte ja am meisten Angst davor, dass das Training keinen Spaß mehr macht. Aber gerade beim Fahrradfahren hat sich das überhaupt nicht bewahrheitet. Ich habe jedes Mal mega Bock, aufs Fahrrad zu springen. Trotz der Berliner Verkehrsverhältnisse, die wirklich katastrophal sind. Ja, und beim Laufen habe ich auch ein bisschen gepatzt, glaube ich. Da habe ich jetzt auch nicht die super langen, krassen Distanzen gemacht. Schon so alle 2 Wochen mal 25 plus Kilometer. Aber ich bin, glaube ich, nie so richtig auf 3 Stunden gekommen. Habe das versucht irgendwie abzufangen, indem ich mehrere Tage am Stück laufen gegangen bin. Zum Beispiel jetzt zur Schwimmhalle und wieder zurück. Und auch da ist eigentlich, ich hatte ja am Anfang so ein bisschen überhaupt keinen Bock mehr zu laufen, so im November. Aber das ist jetzt zum Glück doch wieder deutlich besser geworden und ich habe eigentlich schon immer Bock zu rennen. Obwohl ich aber auch einfach nicht schneller wäre. Ich habe so viel Tempoeinheiten gemacht jetzt die letzten 3 Monate und ich bin einfach nicht schneller geworden. Ich kann mir nicht erklären, warum. Im Großen und Ganzen habe ich den Trainingsumfang also irgendwie erfüllt. Aber eben vielleicht nicht unbedingt so, wie es im Trainingsplan steht. Fühle mich aber fit. Wie es der Zufall will, ist ja jetzt am Samstag mein Probe-Mitteldistanz-Wettkampf. Was dermaßen verrückt ist, da ich letztes Jahr um dieselbe Zeit gezittert habe, ob ich überhaupt eine Mitteldistanz schaffe. Und jetzt denke ich, jetzt klingt das so, wie als ob eine Mitteldistanz nichts wäre. Was natürlich überhaupt nicht der Fall ist, weil auch so eine Mitteldistanz ist natürlich ziemlich hart. Für mich gab es einfach auch eine Schlüsselsituation an einem Tag, da hatte ich ungefähr so 0 bis minus 30 Lust. War so ein bisschen regnerisch. Ich musste halt, um den Soll zu erfüllen, an dem Tag zum Schwimmen laufen. 6 Kilometer, eine Stunde schwimmen und 6 Kilometer zurück. Klingt erstmal gar nicht so schlimm, aber das ist immer eine ziemlich harte Einheit, die ich jetzt regelmäßig gemacht habe. Und ich hatte so unglaublich wenig Lust. Und dann bin ich losgelaufen und es hat so ein bisschen geregnet. Und ich bin nur rumgeschlurft. Und dann kam ich an so eine Ampel in der Nähe der Autobahn und hab da die Leute im Auto gesehen. Und dachte mir, die armen Schweine kommen jetzt gerade von der Arbeit, sitzen im Auto und stehen an der Ampel. Und ich düse hier lang, weil ich auf dem Weg zur Schwimmhalle bin. Wie verdammt geil ist das eigentlich? Verdammt nochmal. Reiß dich zusammen. Bist du bescheuert oder was? Das waren so meine Gedanken, weil ich dachte mir, man verfällt dann schnell in so eine Opferrolle, so wie schlimm das Training ist und wie hart das alles ist. Und ständig hört man auch von Leuten, die sich da quälen und wie, was sie für große Opfer bringen müssen. Bist du bescheuert oder was? Und das ist doch eigentlich ein riesengroßer Humbug. Wenn das jemandem keinen Spaß macht, dann sollte er vielleicht einfach was anderes machen und nicht laufen gehen oder Fahrrad fahren. Und das war echt ein Punkt, wo ich gemerkt habe, verdammt, ich mache das einfach gerne. Ich bin gerne laufen, ich bewege mich gerne, ich bin gerne im Wasser. Noch viel lieber auf dem Fahrrad. Lass dich mal nicht so feiern, bloß weil du 15 Stunden die Woche trainierst. Sondern genieß das einfach. Und seitdem läuft es eigentlich noch besser. natürlich hat man immer Aufs und Abs in so einer Trainingseinheit von vielleicht 4-5 Stunden. Oder wenn man jetzt in der Mittagspause noch 15 Minuten übrig hat. Der Mitbewohner schläft hier nebenan und man muss sich jetzt entscheiden, mache ich jetzt nochmal Stabi-Training oder gucke ich noch ein YouTube-Video? Und dann zu sagen, das ist eigentlich überhaupt keine Frage, das habe ich einfach irgendwie da in dem Augenblick, als ich an den Autos vorbei lief, ist mir das einfach klar geworden. Verdammt nochmal, es ist geil! So, das also von mir als kurzer Überblick. In jedem Fall kann ich auch voller Stolz verkünden,
dass die Triabi-Familie Berlin ziemlich bald wieder verlässt. Das vielleicht aber nur noch am Rande. Ich bin heiß auf den Neuseemann am Wochenende. Ich bin heiß. Bist du bescheuert oder was? Ich bin auf jeden Fall heiß auf den Neuseemann am Wochenende. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören diesmal. Und natürlich, kauft das Lifecycle-Magazin und spart nicht am falschen Ende.